Auf die Schafe kommt es an, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen frei graben, damit wir da Platz haben, weil wir müssen ja rechnen. Wir brauchen ja quasi erstmal ein paar Hilfsblöcke. Was haben wir denn da? Ne, wir haben gar nichts an Hilfsblöcken da. Und wir nehmen mal hier die Blöcke. Sprich, wir brauchen. Also im Prinzip ist eigentlich hier ein. Also wenn, wenn man sagen, wenn da ein Schaf ist, dann ist quasi hier erstmal Sendepause. Da kommst du erstmal dahin. Dann ist da ein Schaf. Dann mit drei. Wir brauchen, glaube ich, 16 Schafe. Das wären es drei. Jetzt die Frage, wie weit müssen wir noch nach drüben? Wahrscheinlich nicht weit. Doch, oder warte mal, wir haben drei. Wenn wir vier in die Richtung machen wollen, damit wir. Ach, dann brauchen wir gar nicht so viel. Das heißt, das sollte erstmal reichen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Oh, ja, das auch. Die Richtung sollte es auch reichen. Zack. Und Licht. Zack. Perfekt. So. Also sprich, erstmal hier wegreißen. Erstmal hier dann wegreißen. Zack, 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 zack. Wunderschön. Wunderbar, wunderbar. Zack. Oh, ist auch schön. Wie gut, dass wir hier so schnell abbauen können. Sehr schön. Erstmal bis hierhin. Und dann nicht weiter. Zack. Perfekt. Das heißt, wir hätten dann auch hier den vierten. Um das nicht dahin zu machen, weil das sonst ewig schepp ist, müssen wir glaube ich doch noch weiter nach hinten. Oder wir müssen hier ein paar mehr Blöcke haben, aber dann wird der Platz nicht reichen. Das sehe ich jetzt schon. Also müssen wir nochmal drei, vier Blöcke machen wir da hinten. War das gerade. So. Warte mal, das sind vier Stück, okay. Ich wollte schon gerade sagen, sind es jetzt meine vier Blöcke, die ich hier haben wollte? Irgendwie ja, waren es ja gefühlt nicht so, die vier Blöcke. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir nämlich hier Platz. So, und dann das hier voll machen. Zack, zack. Zack und Licht. Einmal Licht. Super wunderschön. Das heißt hier auch nochmal alles einsammeln. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen wieder hier Zeug reinschmeißen. So. Weg damit, weg damit. Gravel weg damit. Diorit weg damit. Granit weg damit. Super wunderschön. Zack, zack, zack. So können wir jetzt wunderschön alles abbauen. Zack, zack, zack. Oh, da müssen wir noch abbauen. Wunderbar.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und wir können mal einen Screenshot von da dauernd machen. Gut, wir sagen mal weiter. Wunderbar, wunderbar, alles klar. Denn wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Warte mal, wir brauchen nicht 8. Wir brauchen ja mehr wie 8. Weil wenn ich jetzt so 4 mache, dann hätte ich 8. Hm. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ich will ja 16 haben. Damit wir einfach mal alle Farben haben, die wir haben wollen. Also die. Ja, du weißt schon, was ich meine. Oder man baut hier einfach einen Block hin. Das heißt, man fängt auch gar nicht hier an, sondern man reißt das so auf, dass man sagt, man macht quasi hier so angefangen einen. Aha, das ist, dann würde ich hier aber tatsächlich... oder wir machen einfach zwei Reihen hier hin, dass wir... Ja, da müssen wir drei reich machen. Aber die können wir ja keine, wenn wir hier einen scharf hin machen, machen alle zwei Blöcke einen scharf hin. So. Dann wäre das quasi der nächste scharf hier. Was haben wir denn hier für ein... Ah, hier ist nur so ein Treppenaufgang, ne? Das heißt, so wären es vier. Die Frage ist, können wir die Technik so stacken, dass das so funktioniert? Wahrscheinlich nicht, weil hier kommt ja... Also hier kommt das Gras drauf. Warte mal, wir machen hier erstmal kurz die Erde weg, weil hier ist nämlich schön Erde. Und da kommt ja dann quasi der Ring. Ne? Also sprich, das ist Dirt. Beziehungsweise hier kommt der Observer hin. Wir können ja mal kurz unsere Redstone-Chests hier rausholen. So, und da können wir nämlich nochmal einen Observer da reinparken. Wenn hier ein Observer reinkommt, dann haben wir ja quasi auch hier den Block, der quasi bepowert. Und der bepowert quasi mit einem Redstone und den. Das heißt, wenn ich das so mache, dann geht das nicht. Ich meine, wir können diese Reihe können wir schon so fortsetzen. Sprich, wenn da Redstone drauf kommt und dann kommt hier ein Dispenser hin. Warte mal. Der Dispenser kommt hier so oben drauf. Genau. Und hier kommt ein Redstone drauf. Nee. Doch. Das heißt, wenn ich jetzt... ganz genau. Das ist der Aufbau. Das heißt, im Prinzip habe ich einen Wandering Trailer gehört. Ich weiß noch nicht wo. So gefühlt zumindest. Dirt. Haben wir noch Dirt? Die wachsen aber auch irgendwie nicht mehr. Habt ihr eben keine Lust mehr zu wachsen hier? Jetzt, wo ich in der Dripstone Cave war, seid ihr irgendwie gefühlt nicht mehr am Wachsen. So, wir holen uns mal 2, 3, 4 Stacks Dirtbäcker. Dirt, 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 Dirt. Das kostet Dirt, ne, wir wollen Dirt haben. Oder im Prinzip ist das eigentlich relativ. Wir können auch einfach zwei Stacks Gras holen. Sollte eigentlich auch reichen. Das Gras sollte auch reichen. So, weil dann kann das nämlich hier einfach drüber wachsen. So. Das heißt, wenn wir das so machen. Aber jetzt die Frage kurz, bevor wir das jetzt alles bauen. Wir müssen ja noch ein Minecart-System bauen. Also so ein Hopper-Minecart-System quasi, weil da müssen ja Hopper-Minecarts drüber. Beziehungsweise drunter, weil wir haben die doch auch hier hinten noch irgendwo wahrscheinlich. Ein paar Stück zumindest von denen. Hier drin nicht, aber hier ist ein Hopper, mein Gott. Mein Gott, wir Hopper. Wir nehmen jetzt einfach mal ganz testweise nur so einen mit. Um einfach mal zu gucken, wie das aussehen würde. Also sprich, hier kommt dann der drunter. Theoretisch.
Und da ich das Ganze ja abführen will und zwar sobald die Dings da sind, muss ich ja zuerst eine Hopperreihe bauen. Ich meine, das ist aber sehr klar, aber so können wir das machen, weil dann können wir, warte mal, können wir das so machen? Wenn ich jetzt hier, hingehe, ich tue jetzt noch mal gerade kurz ein paar Blöcke raus, die wir nicht brauchen. Und zwar brauchen wir den Endes halt nicht. Stein ist gerade doof, weil ich weiß nämlich nicht, ob ich die tatsächlich hier reinschmeißen kann. Jetzt, warum habe ich da so viel Leitgrevul? Naja. Können wir eigentlich auch wegschmeißen, die Light Grey Wool. Das ist eigentlich viel zu viel, was wir da haben. Wir wollten Stein hier reinschmeißen, dankeschön. Weil wir haben hier unsere Stone Bricks, mit denen wir bauen können. Also, wenn wir jetzt hier sagen, wir bauen jetzt hier so eine Linie drunter, machen hier einen Trichter hin, machen hier eine Schiene hin. Wir können die Schiene ja so hinsetzen und dann können wir auch praktisch gesehen so und so bauen, dass wir das Minecart hier draufsetzen und dann hätten wir doch hier oben theoretisch gesehen Platz für Blöcke. Ja. Und die gehen jetzt unten durch. Das hat ja ruhig Zeit, das kann ja ruhig ganz entspannt langsam da durchgehen. Also so wird das der Aufbau werden. Plus Glas. Weil dann können wir nämlich hier tatsächlich einmal rundherum dann Gras hinsetzen. So und tatsächlich so. Das heißt, das wäre dann quasi der maximale Aufbau, den wir brauchen. Und damit wir das Ganze hier in der nächsten Reihe mit mal einem Blockabstand eventuell haben wollen, tun können wir auch immer, müssten wir quasi einen Block, würde ich hier abstand, ich würde auch zwei Blöcke Abstand nehmen. Das heißt, hier kommt erst der Gras hin. Wobei auch wiederum hier das Minecart hinkommt. Also sprich, dahin. Hallo, ich will meinen Spitzhacke wieder. Danke. Das bedeutet, es kommt hier ein Dings hin, es kommt hier einer hin und es kommt da einer hin. Dann haben wir einen Abstand von 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Also quasi da. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Also genau da. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen was abbauen. Ja. Dann müssen wir noch was abbauen. Wir müssen auch noch ein bisschen ausleuchten. Damit wir hier hinkommen. Zack, zack. Gravel nehme ich gerne mit. Oh, eine Höhle. Die kennt man doch. Hat man doch noch so in Erinnerung. Aus den ersten Folgen. So. Wunderschön. Also 1, 2, 3, 4, 5. Also dahin. Und dann brauche ich dahinter quasi nochmal mindestens 1, 2, 3 Blöcke Platz. 1, 2, 3, wir machen mal 4. Das ist das Ganze, was wir hier ausgraben müssen. Aber weiter geht's dann in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und auf jeden Fall darfst du nicht vergessen zu abonnieren.